Es ist gar nicht mal so schlimm. Das Ding ist, weiß ich nicht, wenn man so wie ich vorher Let's Plays gemacht hat, dann weiß ich nicht. Dann hat man so eine blöde Angewohnheit, bei jedem Spiel eh grundsätzlich zu labern wie ein Vollhonko und... Gar kein Problem. Kannst du kein Spiel mehr spielen, ohne Selbstgespräche zu führen. Keine Ahnung, warum der Controller immer so Probleme hat, den zweiten Input anzunehmen. Das ist mir jetzt aber echt schon mehrfach aufgefallen. Okay, ich will irgendwie darüber. Hallo. Nope. Ich frage mich halt gerade, wie ich an gewisse Punkte hier rankomme. Weil ich kein N64 besitze. Also ich habe kein N64, ich habe nur eine Wii. Weil ich damals ein PlayStation-Spieler war. Und es nie bereut habe, keinen Millimeter. Ich bin halt echt am Überlegen. Boah! Shit. Das war schlecht. Was? Virtual Console ist not Otaku approved? Otaku kann mich mal. Ich weiß nicht, das Ding ist. Zur damaligen Zeit war die N64 so ziemlicher Schrott. Also so persönlich für mich Schrott, keine Ahnung. Ich mochte die Konsole einfach nicht. Nee, Epoche damals, zu dem Zeitpunkt war PC definitiv nicht Master Race. Definitiv nicht. In der anderen Hand. Nee, da komme ich nicht rüber. Schade. Ich war nicht mal PlayStation-Fuzzi, der Leuten auf den Geist gegangen ist. Das Ding ist, ich habe zur damaligen Zeit sehr, 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 sehr viel Beat'em-Ups gespielt, sprich Tekken, Street Fighter, und die gab es einfach nicht auf der N64, geschweige denn auf dem PC. Die gibt es ja jetzt immer noch nicht gescheit auf dem PC. Der Ultra Street Fighter Port ist absoluter grausam. Also nicht unbedingt unspielbar, aber gut ist er nicht wirklich. Kann ich bitte an die Truhe? Dankeschön. Ich war nicht 40 reif, ich war noch nicht aus der Schule raus, sagen wir es so. Aber ich hatte nicht mehr lange in der Schule. So, das ist, glaube ich, richtig, wenn man es so rum
behauptet. Eine Bombe. Cool. Was haben wir hier? Oh, das Spiel wieder. Okay, ich muss jetzt erstmal den da bitte töten. Ach du Scheiße, wie viele sind denn das? Okay, ich springe hier rüber. Dann bist du mir im Weg. Frag mich gerade, ob es sinnvoller ist, das mit, wow! Werf die Bombe nicht, spring einfach direkt in den Abgrund, cool. Es ist ja nicht so, als ob das alles Herzen kostet oder so. Ob ich die anderen Schuhe anziehe dafür? Oh, du bist aber komisches Vieh. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich dich ins Feuer kriege. Ist egal, Raum gelöst. Normale Schuhe wieder anziehen. Ich bin ein bisschen sehr low, was Herzen angeht, oder? Definitiv. Zeit, ein paar Käfer zu sammeln. Nein, ich war zu langsam. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist das, was ich wollte. Nee, Quatsch. Okay, eine davon ist die richtige, eine davon, alle anderen sind falsch. Eine nach der anderen, bitte. Hey!
Warum auch immer sich mein Charles einfach umgedreht hat. Das heißt, du bist echt, ja? Ne, du bist auch nicht echt. What? Warum bist du nicht echt? Wow, danke Kamera. Danke Kamera. Ich muss hier gar nicht lang. Wir kommen ja noch gar nicht weiter ohne Schild. Okay. Ich muss darüber, aber dafür fehlt mir ein Schlüssel. Was ist da, Navi? Lass mich doch mal just for fun. Ach, ne doch. Warum er die teilweise nicht nimmt, ist mir echt ein Rätsel. Nicht? Nee. Moment. Vertauscht hier in meinem Kopf immer. Das bringt mir was? Ich brauche einen Schlüssel und nicht irgendwie einen Block. Ist noch einen? Ja, und jetzt? Passiert gar nichts. Cool. Mir fehlt ein Schlüssel. Ach, ich kann ja mal die Karte fragen. Die Karte sagt mir doch bestimmt, wo ich einen Schlüssel vergessen habe. Im Raum vorher. Oder? Oh, ich habe alle Skulpturen aus dem Geistertempel gesammelt. Hype! Wie viel habe ich jetzt überhaupt? 36. Ich glaube nicht, dass ich an die Kiste da schon rankomme. Hier irgendwo eine liegen lassen? Nee. Da ist. Okay. Es gibt eine Kiste, die ich vergessen habe. Hallo Abgrund. Hier geradeaus ist eine Küste. Hätte ja vorher drauf kommen können, ne? Natürlich steht sie von der Seite. Okay. Ich bin doof. Nee, du bist eine Rubine. Was ist das denn? Das sind nur Rubine, liebe Lines. Ich brauche einen Schlüssel. Welche Tür war das denn jetzt? Ich hasse... Oh, warte mal, ist das die unten in der Mitte? Bingo. Enemenemo. Ich hasse das, wenn irgendwo Türen aufgehen und man absolut nicht sieht, welche das ist.
Ich brauche einen Schlüssel. Obwohl nicht mal zwingend einen Schlüssel. Das Spiegelschild wird es wahrscheinlich auch schon tun. Oh, noch mehr Blöcke. Schieb! Na komm, Link. Schenk mal, wer bitte Link irgendwelche Hanteln? Was ist das da? Das ist irgendein Symbol und das ist irgendein Schalter. Dann hauen wir doch mal mit dem Hammer auf den Schalter. Damit das Symbol runterfährt. Okay. Das ist eine schöne Abkürzung, aber wo habe ich den Schlüssel vergessen? Ich bin verwirrt. Mir fehlt ein Schlüssel und ich weiß nicht wo. Da sind zwei. Das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke. Sicher, dass ich die Eisfeile nicht brauche? Weil wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich ja... Ah, ich glaube, das geht nicht. Was kann ich denn noch machen? Eisfeiler sind definitiv nicht benötigt, die sind optional. Hm.